Willkommen zurück zum Eurotruck Simulator 2 Multiplayer im Scandinavian Add-on mit dem Dennis. Moin. So, wir sind zwar immer noch in Deutschland, beziehungsweise Rostock, werden jetzt aber rüberfahren. Und hier ist es jetzt eigentlich relativ leer, ne? Gar ja, nichts vorhin los. Vorhin war voll. Ja. Oh, okay, wir können jetzt nach Trelleborg oder nach Geza. Bis nach Trelleborg. Ja, ja. Wollte mal... Getzer Trelleborg steht hier sogar. Ja, können wir auswählen. Ob wir nach Getzer wollen oder Getzer. Wie auch immer. Keine Ahnung, irgendwie. Ah. Wollen aber nach Trelleborg. Ja. Ist ganz schön dunkel geworden. Ist ja cool, wir können auch mal in Dunkel fahren. Haben wir das schon. Ja, aber sind mal so Land, Landstraße. Oh, Mann, ey. Los. Luftdruck ist leer. Okay. Dauert aber nicht lange. 2500 Umdrehungen im Luftdruck aufpumpen. Aber wir haben auch relativ Glück, dass wir so gute Frachten bekommen, also da wo wir zusammenfahren können, ne? Ja. Der Radzucker hat er so gepasst. Ich hätte auch nirgendwo anders hingehabt. Ich hätte nur nach Malmö nur hingehabt. Mhm. Malmö, irgendwie erinnert mich das immer irgendwie an Ikea, ich weiß nicht. Ja, das ist seltsam, das klingt nach Ikea. Ja, ne? Da gibt's doch so Tische oder was auch immer, Bänke nicht, ja, bestimmt auch Bänke oder Betten, die heißen so bestimmt. Weil der Name, der kommt mir irgendwie bekannt vor, ich hab keine Ahnung. Was ist das für eine Ausfahrt hier? Eng, ne? Nee, die ist nicht eng, aber so wie man die fährt. Hm. Bist du links oder rechts? Ach so, bist du noch am okay, am Hafen links und am Kreiswerk hier rechts. Malmö Alter, ist... Alter, das ist ja verwirrend. Malmö ist hier direkt. Das ist... das liegt hier alles... Das liegt hier alles so nah aneinander, ne? Ja. Das ist krass. Fährst du einmal kurz drauf, fährst einmal durch den Autobahnkreuz, fährst du wieder runter. Aber weißt du, was wir noch nicht gesehen haben? Tunnel. Tunnel mit Kreuzung. Geile Tunnel. Das ist ja auch eine coole Abfahrt. Das ist ja auch mal eine coole Abfahrt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo muss ich gleich ab. Ne, hier du ist musst, echt verwirrend. Ob du jetzt geradeaus musst oder erst die nächste runter. Du musst jetzt gleich verwirrend. So einen Schlenker rechts, aber nicht runterfahren, sondern geradeaus. Und dann geht's nach unten. Richtung Malmö. Es ist schon cool, also. Ja. Juhu, das Malmö. Geht's gerade aus. Oh Gott, jetzt müssen wir rechts, oder? Jawohl. Mein Gott, das ist ja echt. Oh. Ist ja echt verwirrend. Das ist ja das Geile dran. Malmö geradeaus. Jetzt abwärts. So, und jetzt müssen wir gucken. Kommt da jemand? Oh ja, da kommt jemand. Können wir ab. Keine. Erster Aufenthalt in Malmö. So. Und jetzt wieder rechts. Oh, das ist ja... Das hat schon alles was. Alles so verwirrend. Aber es hat schon was. Das ist eben so, habe ich so viel mitten im Industriegebiet hier, diese ja, Malmö. Ja, hat man auch das Gefühl. Industriestadtmäßig. So. Links ja nur rechts. Immer nur rechts ab. Das war jetzt links. Ey, wir müssen schon wieder gleich zum gleichen Kunden. Ey, es ist doch so ein Zufall immer. Ach, musst du auch hier hin? Ja. Ich dreh mal hier einmal. Oh, ey, cool, dass man hier drehen kann. Sehr gut, sehr gut. Dass man drehen kann. Ja. Bei Norfolk kannst du nicht drehen. Oh, 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 perfekt. Da habe ich nämlich gemerkt, dass du bei... bin ja mit dem Norfolk nur mit Zugmaschine drauf gefahren. Aber da kannst du tatsächlich nicht drehen. Das ist viel Ach, zu warst klein. Du da schon? Da war ich nur mit der Zugmaschine, um einmal kurz gucken. In welcher Stadt ist denn, war das denn? In Helsingborg. Ah, okay. Wo wir vorhin mal aufgehört haben.
Oder wo wir gestartet sind wieder. Ja. Eigentlich ist das blöd, wo ich stehe. Macht das ja eigentlich nicht. Ich werde ja eigentlich vor die Parklücke. Aber hier kannst du es wirklich machen. Geradeaus durchziehen. Gleich rückwärts einparken. So, jetzt will ich aber mal extra... ja, so eine... bisschen längere Fahrt haben. Ach, guck mal, hier kann man auch super parken. Machen wir noch mal. Oh, 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 Kollege, möchtest du? Jawohl. Kannst dieser Arsch, der muss mir nicht ehrlich jetzt hier reinziehen, oder? Der hat da hinten so viel Platz, aber nein, er muss ja hier vorne wenden. Sorry, Leute. Boah, hier ist ja was los. Oh, weg damit. Gleich gucken. Ich, erstmal fahre ich von der Parkbusse. Ja, ich habe hier auch erstmal. So. Gucken, Auftragsangebot. Was haben wir denn hier so im Angebot? So, Malmö. Klagenfurt? Nee. Bergen! Dennis! Bergen! Muss gucken, ob ich hab. Yo, das ist okay. Aber sonst finden wir auch noch was anderes hier. Da bin ich mir sicher. Hirz heißt, oder wie heißt das? Hirz heißt? Was? Was meinst du? Keine Ahnung, was das ist. Herzholz. Herzholz. Okay. Gut, ey. So, oh, sag mal deine... was war ich denn? Gucken. Wir könnten, wenn du... Von Malmö nach Malmö. Oh ja, das ist gut. Göteborg. Kalmar. Was? Kalmar. Uppsala. Nee. Das war's. Okay. Wieder nach Göteborg, nach Kalamar. Ich will eher nach Göteborg. Dann fahren wir Schweden hoch, weil man kann ja über Schweden, wenn man bei Göteborg fährt, dann ja auch nach Norwegen Bergen fahren. Also ich könnte dir anbieten... Wäre möglich. Moment, ich könnte dir Karlskrona anbieten. Wo ist das? Schweden, rechts. Unten rechts Schweden. Direkt hier um die Ecke. Ja, kurz danach kommt Kalmar. Ja, ganz ehrlich, wollen wir machen? Ja. Fahren wir nach deiner Strecke. Und den Rest fahren wir dann nach meiner Strecke. Ja, beziehungsweise muss man gucken, was wir... Was für eine Fracht... So gibt. Ich muss vom Gelände runter. Ich muss hier 3 Minuten fahren. Ich nicht. Direkt beim... Ja, ich fahr mal kurz hier nochmal zum... Ja, Arbeitsagentur, genau. Perfekt, da drehen wir. Und fahren wieder rückwärts. Hoppala. So. Aber ich stelle mir das auch so vor, so richtig viel Verkehr ist bestimmt in Dänemark, Schweden und so, oder? Ja. Das ist richtiger LKW. Das ja. Ist Verkehr. Ja. Ich muss nach Ika. Bis. Bill? Wo bist du rausgefahren? Rechts rum? Ja, rechts. Und dann geradeaus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann ist ja so ein Kreisverkehr. Da fuhr ich jetzt erstmal. Oh Gott, deswegen. Lord. Hier ist Christoph. Bitte? Christoph ist hier. Kennst du noch, Christoph? Ah, okay. Der Typ, der immer diese schlechten Pings hatte. Ah, okay. Boah, hier musst du hin. Dennis, hier musst du hin in dieses schöne Gebiet. Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Man kann ja nicht so schnell durch den Ort fahren. Man muss ja auch mal ein bisschen was gucken. Müssen wir jetzt... Hotel. Ich war gerade am Hotel vorbei. Bist du auch am Hotel vorbeigefahren? Oh, sind wir jetzt falsch gefahren? Ne, hier sind wir doch... Moment mal kurz. Stopp. Okay. Müssen wir stoppen. Moment mal. Momentchen mal hier. Malmö nach oben oder wo muss ich da hin? Malmö.
Malmö nach. Ja, wieder Richtung Autobahn da so mal. Aber nicht da drauf, sondern muss. Ah, hier sind wir falsch. Aber warum. Okay. Wenn es den Kunden nicht. Doch, das sehen wir aufgeteilt hier alles. Ich bin schon bei IK, nur wahrscheinlich muss ich hier weiter. Oh, können wir. Sorry. Hier? Sorry. Ja, ich schreib mal kurz mit Christoph. Boah, ist das groß hier. IK ist ja riesig. Okay, da müssen wir hin. So. Ja, das ist doch gut. Das ist jetzt aber blöd. Also da muss ich echt sagen. Okay, ja. Ich hab den verloren, weil ich zu weit weg war irgendwie. Ich hab angenommen. Ja. Du warst zu weit weg. Ja. Na dann mache ich's. Ich glaube, der hat's auch verloren. Der Herr. Oder der Typ oder die Frau, was auch immer, weiß ich nicht. Du sollst eigentlich sehen, was ich mache gerade. Bist du nicht im Bereich. Gucken, ob wir jetzt was finden. Dann müssen wir uns was anderes finden. Suchen. Okay, die ist weg. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Müssen wir mal kurz gucken. Fahren mal kurz hier so. Das war jetzt nicht so optimal. Gut, dann das jetzt. Kann mal kurz gucken. Stockholm. Ich weiß gar nicht. Trelleburg ist ja ganz daneben, sonst hole ich mir da eben eine Fracht weg. Da, weil da hätte ich auch zum Beispiel was nach Jönköping. Oder Stockholm. Herr Dennis. Ja. Also meine Fracht ist weg. Ja. Ich hätte jetzt hier was von Malmö aus nach Bergen. Ja. Hirtshals. Ja, das war's eigentlich von hier aus Skandinavia. Also Malmö hätte ich noch. Ich meine Trelleburg ist hier ganz in der Nähe oder so. Ich könnte da eine Fracht annehmen und die nach Stockholm mitnehmen. Oder Aalborg nicht. Oder Jönköping. Also, musst du wischen jetzt. So, was denn? Ich hab mir eben mal kurz mit Christoph geschattet. Ah, okay. Also, Malmö, die Fracht ist weg. Ja. Ich hätte von Malmö was aus nach Hirtshals, oder Hirtshals oder was auch immer. Malmö und Malmö Bergen. So. Es ist blöd. Ja, ich könnte weil ich aber nämlich die Fracht nach Malmö Kalmar angenommen haben. Ja, Moment, also auch ich könnte nach Helsingborg hochfahren. Ich könnte aber auch eben nach Trelleburg fahren, das ist doch hier neben direkt, ne? Ja. Da könnte ich mir nach Stockholm eine Fracht nehmen, nach Aalborg. Aalborg wäre Dänemark nicht. Nach Jönköping. Soll ich Jönköping nach nehmen? Stockholm. Okay. Nehme Stockholm. Guck mal, ob ich auch irgendwas in die Richtung dann kriege.
fahren wir mal nach Stockholm. Gucken uns mal Stockholm an. Ich muss jetzt 31 Minuten eben fahren. Das ist ja kein Problem. Ah. Ich weiß nicht, ob du mitkommen möchtest. Ja, war. Ich war an der Tankstelle. Oder ich komme dir gleich entgegen. Ich weiß ja nicht, wo der... Ich muss wieder zu Aria, glaube ich. Ja, komme ich da auch eben hin. Ja. Ich will mal kurz ein bisschen was gucken. Weil ich nämlich gerade auf Tunnelsuche bin. Gucken, wo ungefähr diese Tunnel sind. Bei Oslo, wo könnten die sein? In der Nähe. Danach so auf. Oder halt eine Landstraße. Danach ja. Also diese Abfahrten oder Auffahrten, wie auch immer, die sind einfach Hammer. Geil. Die sind so cool. Werden wir schon finden, diese. Irgendwann findet man sie. So. Kann gar nicht rausfahren. Nach hinten frei, jo. Was ist denn hier los? Ja, da müssen wir jetzt mal kurz von rechts überholen. Erstmal gucken, wie man nochmal nach Level kommt. Nach Aria. Oh. Oh. Eieieiei. Was? Was hast du? Die Kurven muss man hier schon perfekt nehmen. Kreisverkehr. Und so weiter. Will der raus? Fährt er drin. Das? Ja, gut. Ach, da müssen wir... Reicht das? Ah, nee, sorry. Scheiße. Polaris Line muss ich hin. Ich hab mich vertan. Also, ist direkt hier am Hafen. Ja, ich muss erstmal gucken, welche Auffahrt ich nehme. Ja, dann... Ich auch Abfahrt nehmen muss. Nach da unten... Muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt muss. Kreisverkehr. So. Damit wir noch nicht mehr, oder nicht noch mehr, eher gesagt, Überlänge haben, sehen wir uns in einer nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.